Spannende Woche an den Finanzmärkten. Alle blicken natürlich Richtung Griechenland und die große Frage, gibt es eine Einigung, ja oder nein? Und die Sitzung der amerikanischen Notenbank ist natürlich auch im Fokus, muss man ganz klar sagen. Insofern momentan eher eine ruhige und abwartende Haltung an den Finanzmärkten. Norbert Paul, Derivatehändler hier an der EUWAX. Aber viele Anleger werden sich sicherlich schon positionieren, weil sie eine klare Meinung haben und sagen, es gibt eine Einigung, ja oder nein? Ja, was machen denn die Anleger aktuell am meisten? Ja, ist in der Tat sehr spannend, vor allem, weil wir auch im DAX in den letzten Tagen ja nochmal richtig eins drauf bekommen haben. Die 11.000er-Marke ist nochmal gefallen. Wir haben sogar die 10.800er-Punkte-Marke nochmal gestreift. Die konnten wir jetzt aber zunächst mal verteidigen, was vor allem auch unter Charttechnikern erstmal als positives Signal gilt. Und ob es jetzt die Charttechnik ist oder auch wirklich einige Anleger mehrheitlich jetzt schon der Meinung sind, dieses ganze Spielen mit Griechenland, dieser ganze Poker um Griechenland, der könnte doch ein gutes Ende noch nehmen, sehen wir mehrheitlich jetzt wieder, dass die Anleger, die kurzfristigen Anleger mit Knockout-Produkten auf wieder steigende Kurse setzen. Der Markt hat relativ schnell die 11.000er-Marke wieder zurückerobert. Da haben manche ganz schnell auch wieder Gewinne mitgenommen, keine Frage. Aber auch der EUWAX-Sentiment zeigt das sehr schön an. Seitdem wir unter die 11.000 sind, 10.800 berührt haben, das EUWAX-Sentiment wird wieder stärker positiv. Die Anleger setzen auf steigende Kurse. Ja, jetzt bräuchten wir quasi nur noch die Einigung mit Griechenland, dann wären unsere Anleger erstmal glücklich. Also beim DAX geht man sozusagen long, wie es im Fachjargon so schön heißt. Wie sieht es beim Devisenpaar Euro-Dollar aus? Egal, ob es um die Fed geht oder um Griechenland, beides hat natürlich durchaus viel Einfluss auf das Devisenpaar. Ja, was da ganz spannend ist, da agieren die Anleger doch etwas anders. Denn dort sehen wir, dass jetzt zuletzt, ja, der Euro ja wieder so bei um die 1,12, 1,13 herum, die Anleger mehrheitlich jetzt wieder auf sinkende Euronotierungen, von sinkenden Euronotierungen ausgehen, also Richtung Parität, Richtung 1:1. Und das könnte natürlich zwei Gründe haben. Zum einen natürlich Griechenland, könnte der ein oder andere vielleicht erwarten, gibt es doch keine Einigung, könnte das kurzfristig den Euro vielleicht belasten. Auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt die Notenbank-Sitzung um Janet Yellen und für viele Marktbeobachter ist klar, es wird diesmal jetzt im Juni keine Zinserhöhung geben. Aber die Frage ist, kommt sie denn dann im September oder vielleicht erst im Dezember oder wird sie komplett verschoben? Keiner weiß es. Aber hier scheinen vielleicht manche Anleger drauf zu spekulieren, dass möglicherweise Janet Yellen etwas sagen könnte, dass vielleicht die Zinserhöhung doch früher kommt, was natürlich dann wieder dem Dollar sehr stark auch helfen würde. Auch hier wäre dann die Richtung die gleiche, es würde Richtung Parität gehen. Also hier momentan gegenüber dem Euro sind die Anleger skeptisch, man erwartet wieder sinkende Notierungen. Wie sieht es mit Basiswerten abseits vom DAX und dem Devisenpaar Euro-Dollar aus? Ich habe gesehen, wir hatten beispielsweise an den US-Märkten ganz gute Umsätze, also Basiswerte, die durchaus ziehen. Wie ist da die Markterwartung? Also da ist es gerade ähnlich, wenn wir Richtung USA schauen, Dow Jones und S&P sehr stark gefragt, gerade auch steigende Kurse wieder. Also auch hier haben wir eigentlich die gleiche Tendenz wie beim DAX. Man ist der Meinung, ich will nicht sagen der Ausverkauf, aber diese Korrektur der letzten Tage, das müsste zumindest mal kurzfristig auch wieder die Chance bieten für eine Gegenbewegung, wie es so schön heißt, ja, für einen Pullback, wie man im Fachjargon auch sagt. Und hier zumindest kurzfristig erwarten die Anleger, dass es hier wieder nach oben geht. Also auch an den US-Börsen. Erstmal setzt man wieder auf eine gute Stimmung. Muss man natürlich abwarten, wie lange die anhält. Da wird mit Sicherheit auch die Notenbank-Sitzung um Janet Yellen dann entscheidend dazu beitragen. Wenn man sieht, dass sich im kurzfristigen Bereich viel tut, dass die Anleger optimistischer werden, dass sie ein bisschen Vertrauen fassen, eben vielleicht auf diese Einigung schielen, die es dann vielleicht doch möglicherweise in den nächsten Tagen gibt, kann man dann auch sehen, dass die Anleger mittel- bis langfristig wieder aktiver werden. Sprich, werden Anlagezertifikate jetzt unter dem Aspekt vielleicht wieder mehr gefragt. Ja, das ist ganz interessant. Ich habe in den letzten Wochen in den Interviews immer gesagt, dass vor allem eigentlich nur die kurzfristigen Anleger derzeit aktiv sind. Die längerfristigen halten sich zurück, die wollen erstmal ein klareres Bild haben. Interessant ist hier wirklich, seitdem wir unter 11.000 gefallen sind, die 10.800 berührt haben, merken wir verstärkt wieder Interesse auch dieser längerfristigen Anleger, die zum Beispiel Discount-Zertifikate oder Aktienanleihen nachfragen, die jetzt natürlich auch höhere Coupons oder höhere Abschläge bieten, weil die Volatilität, also die Schwankung, die Nervosität an den Börsen zugenommen hat. Also wir sehen, das zum Beispiel wird wieder stärker nachgefragt. Wir sehen auch Anlagezertifikate, die zum Beispiel Baskets abbilden, also
einen Aktienkorb. Ja, sehen wir zum Beispiel, dass ein Zertifikat, das CR10 defensive Aktie anbildet, auch wieder verstärkt nachgefragt wird. Also scheint schon so zu sein, entweder warten manche wirklich die Einigung oder vielleicht auf der anderen Seite, dass manche auch mal schauen, wir waren bei 12.400 im DAX, waren jetzt 10.800, ist für den einen oder anderen vielleicht auch mal das Ende der Korrektur erstmal erreicht. Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass auch die längerfristigen Anleger, die längerfristigen Zertifikateanleger jetzt wieder zurück sind. Also, liebe Zuschauer, vorsichtiger Optimismus hier an der Euwax zu beobachten. Zum einen ziehen die Umsätze im Bereich der Zertifikate an. Man geht hier auch long, wie es im Fachjargon so schön heißt. Und auch im kurzfristigen Bereich überwiegt momentan der Optimismus. Also, viele haben offensichtlich doch die Einigung vor Augen. Mal schauen, ob es kommt. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Norbert Paul, herzlichen Dank für die Einschätzung.